Herzlich willkommen zu dieser Medienkonferenz vom Thuner Gemeinderat. Die findet heute ausnahmsweise nicht im Rathaus statt, sondern in den verschiedenen Homeoffices von allen Beteiligten bzw. in diesem virtuellen Raum. Der Gemeinderat zieht heute eine Zwischenbilanz der aktuellen Legislatur. Der Ablauf ist so, dass zuerst der Stadtpräsident Raphael Lanz, dann der Vizestadtpräsident Peter Siegenthaler, die beiden Gemeinderäte Konrad Hädener und Roman Gimmel und Gemeinderätin Andrea de Meuron über ihre jeweilige Direktion Bilanz ziehen. Am Schluss übernimmt der Stadtpräsident das Wort und macht auch einen kleinen Ausblick noch auf die nächsten 2 Jahre von dieser Legislatur. Dann hat die Medienschaffende die Gelegenheit, ihre Fragen zu stellen an Gemeinderatsmitglieder. Und als Hinweis, die Medienmitteilung und die Unterlagen, die wir noch dazu abgeben, sind auf unserer Website aufgestaltet. Unter thun.ch/Medienmitteilung. Prima, dann starten wir und ich übergebe das Wort gerne dem Stadtpräsident Raphael Lanz. Merci vielmals, Simon, liebe Medienschaffende, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren. Ich darf vielleicht zuerst ein paar allgemeine Ausführungen machen zu dieser ersten Hälfte von der Legislatur, bevor ich nachher auf meine eigene Direktion eingehe. Wo wir angefangen haben, haben wir mit viel Elan natürlich angefangen zusammen. Und dann hätten wir nicht gedacht, dass ein ganz wesentlicher Teil von dieser ersten Legislaturhälfte durch die Corona-Pandemie wird geprägt sein. Wir haben jetzt fast gegen ein Jahr Krisenmanagement hinter uns. Und ich denke, gerade in dieser Krise hat sich gezeigt, dass die Stadt allgemein gut geführt ist und dass wir auch grundsätzlich das Vertrauen von der Bevölkerung geniessen. Ich denke auch, dass sich der Gemeinderat, aber auch die Verwaltung als sehr agil, flexibel, verlässlich und auch krisenfest erwiesen haben. Vielleicht jetzt das, was wir gerade hier machen, zeigt auch vielleicht die Flexibilität, die wir jetzt einfach alle haben müssen haben. Das geht euch nicht anders als uns, aber ich glaube, das haben wir auch als Team recht gut können meistern. Wir denken auch, der Gemeinderat funktioniert als Team, bei allen Differenzen, die wir aber intern austragen. Das ist manchmal sehr interessant, die Diskussionen, aber immer konstruktiv. Das können wir, glaube ich, auch sagen. Und wir können, glaube ich, auch sagen, dass sich die Direktionsorganisation, wie wir sie ja neu haben, seit dieser Legislatur, dass sich die grundsätzlich auch bewährt hat. Wir haben, wenn ich noch zum Verhältnis zum Stadtrat komme, einen recht anspruchsvollen Legislaturstart gehabt. Ihr mögt euch vielleicht besinnen, dass ich die politische Welle im Zusammenhang mit dem sogenannten Klimanotstand, den wir debattiert haben im Stadtrat, recht hoch gegangen, ganz am Anfang. Wir haben den Eindruck, dass sich das Verhältnis zum Stadtrat in einer sehr guten Art entwickelt hat. Ich glaube, wir haben dort ein gegenseitiges Vertrauen und eine Wertschätzung können finden, nach dem so doch fast ein bisschen Kaltstart in der Legislatur. Und wir dürfen auch feststellen, wenn wir so generell das anschauen, dass der Gemeinderat bei allen Volksabstimmungen, die bis jetzt in der Legislatur stattgefunden haben, ist bestätigt worden. Also es ist immer so rausgekommen, wie wir den Stimmberechtigten empfohlen haben. Und das ist natürlich für uns auch ein Zeichen, dass unsere Politik getragen wird von der Mehrheit der Thunerinnen und Thuner. Das ist so allgemein, was ich wollte sagen. Und jetzt kommt jetzt spezifisch zu meiner, ja, ich kann sagen, neue Direktion. Das ist ja die Direktion Präsidials- und Stadtentwicklung. Und dort haben wir gerade in der Stadtentwicklung können wesentliche Meilensteine setzen. Wir haben die Meilensteine auch gesetzt für das Legislaturziel, dass wir Thun als attraktive Wohnstadt noch optimieren können. Das Legislaturziel, dort sind wir wirklich vielen Orten näher gekommen. Ich kann verweisen auf die Ortsplanungsrevision mit der Vorprüfung, die wir jetzt eindeichen beim Kanton. Wir haben ja wesentliche Anpassungen noch gemacht zu der Mitwirkungsvorlage. Und für uns war das schon ein Meilenstein, der sehr viel Aufwand und Ressourcen gebunden hat. Aber wir sind froh, haben wir jetzt das Paket im Kanton zur Vorprüfung können überreichen. Und wir sind jetzt natürlich gespannt auf die Rückmeldungen. Und daraus wird sich dann allenfalls ein gewisser Anpassungsbedarf auch noch geben. Wir haben ja dort ein bisschen Nachteil gehabt aufgrund von dieser Corona-Situation. Wir wollten die Bevölkerung mit verschiedensten Veranstaltungen und so weiter natürlich informieren. Wir haben das nicht können, aber
Wir haben halt auch das versucht, als Chance zu nutzen, dass wir einfach dort halt digital unterwegs sind, mit dem Vorteil, dass die Präsentationen auch bleibend vorhanden sind und sich alle Leute, die sich interessieren, jetzt auch können via Internet die Präsentationen holen und dort können informiert werden. Dort haben wir versucht, die Situation, die für uns alle nicht einfach ist, aber dort auch noch die Chancen drin zu sehen und dort das Beste rauszuholen. Gerade wenn ich bei den Planungsgeschäften bin, da haben wir auch einen intensiven Abstimmungskampf gehabt im Zusammenhang mit der Hofmatte. Dort ist der Gemeinderat deutlich bestätigt worden im eingeschlagenen Weg. Und wir haben verschiedene weitere Entwicklungsprojekte vorantrieben. Ihr erinnert mich möglicherweise an die fast ein bisschen denkwürdige Stadtratsdebatte zur Freistadt, wo ein kleines Lehrstück war in politischer Kultur und Demokratie. Da sind wir sehr zufrieden, haben wir dort eine gute Lösung gefunden. Wir haben wesentliche Meilensteine erreicht, aber in anderen Projekten, Siegenthaler gut, beispielsweise Poststuten oder Nünnen, für nur einige zu nennen. Wenn ich zu einem anderen Bereich komme, der ganz wesentlich war, ist das die Wirtschaftsförderung, der Fachbereich Wirtschaft. Das ist allgemein natürlich wichtig, wie andere Bereiche, die wir haben, aber in dieser Corona-Situation natürlich ganz besonders gefordert gewesen. Wir haben dort können wirklich zusammen auch mit der Wirtschaft viele Angebote, die notwendig waren und ganz kurzfristig auf die Weg gestellt werden, können realisieren. Das Corona-Portal, das wir gemacht haben, beispielsweise der Solidaritätsbeitrag, wo wir sehr proaktiv unterwegs waren, was sich sehr bewährt hat. Ich erinnere daran, an anderen Orten war mit sehr langen politischen Auseinandersetzungen, ob man etwas machen soll und was überhaupt. Und wir waren dort sehr früh und das hat sich aus unserer Optik sehr bewährt. Wir haben zum Beispiel auch den Wert, wie je nach dem Markt digital gemacht. Kennen das. Also dort mussten wir auch sehr flexibel sein. Neben dem, dass wir in diesem Fachbereich Wirtschaft auch die ganz wichtigen Projekte natürlich weitergeführt haben. Und das sticht aus meiner Optik heraus das Baufeld B5, wo wir unseren Entwicklungspartner gefunden haben und wo wir dort jetzt auch einen ganz wesentlichen Schritt sind weitergekommen. Zusammen mit dem Entscheid, dass dort eine S-Bahn-Haltestelle so entsteht, eröffnet uns das für die mittelfristige Zukunft aus meiner Optik sehr viele Chancen auch in diesem Bereich. Dann schliesslich möchte ich noch etwas sagen zur Abteilung Stadtmarketing und Kommunikation. Dort hat man natürlich, was jetzt Anlass anbelangt, hat man plötzlich ganz eine andere Ausgangslage gehabt. Aber wichtig war, dass wir in der Kommunikation, sowohl bei uns intern wie auch extern, dort aus meiner Optik eine sehr gute Situation und Leistung hatten. Wir hatten einerseits intern einen grossen Kommunikationsbedarf gehabt, im Zusammenhang mit dieser ganzen Pandemiesituation, aber auch gegenüber unserer Bevölkerung. Und ich glaube, das haben wir eigentlich recht souverän können meistern können, zusammen mit unseren Spezialistinnen und Spezialisten der Abteilung Stadtmarketing und Kommunikation. Und wir haben dort gleichwohl auch noch im Rahmen von dem, was noch möglich war, können sinnvolle Marketingmassnahmen umsetzen, beispielsweise eben mit diesen Anlässen zu tun. Läuft etwas, kleine Anlässe, angepasst auf die Situation, aber für das auch ein bisschen zu zeigen, man kann sich anpassen an dieser speziellen Situation. Das hat auch ein bisschen Flexibilität und Agilität gebraucht. Und ich denke, wir haben die können so an den Tag legen. Und zur Stadtkanzlei, wo ich politisch auch verantwortlich bin, habe ich noch nichts gesagt. Vielleicht ist das auch gerade gut, weil die Stadtkanzlei hat in dieser ganzen Zeit der ganz politische Betrieb eigentlich gewährleistet. Das ist nicht ganz einfach. Und wenn man das Gefühl hat, das läuft alles einfach ganz normal, ist das, sage ich, für die Stadtkanzlei sehr ein gutes Zeichen. Man hat dort sehr unaufgeregt, aber mit höherem Einsatz und höherer Flexibilität alles so gemacht, dass man können, auch den politischen Betrieb wirklich immer aufrechterhalten. Das wäre so die Ausführungen aus meinem Zuständigkeitsbereich und ich darf weitergeben zum Vizestadtpräsident und Vorsteher der Direktion Sicherheit Sozial, zum Peter Siegenthaler. Merci vielmal, Raphael, guten Tag miteinander noch einmal. Auch ich möchte ein paar Schlaglichter auf die Arbeit machen, die in meiner Direktion Sicherheit und Sozial in den ersten 2 Jahren geleistet wurde. Und wir sind von dieser
Pandemiesituation stark betroffen gewesen, wie jede andere Direktion. Auch bei uns war es noch speziell gewesen, in dem, ob die Fäden von dieser Taskforce bei uns zusammengelaufen sind, weil der Chef von der Abteilung Sicherheit ist ja gleichzeitig der Chef von der Taskforce, die wir hier eingesetzt haben. Aber jetzt zu drei Themen aus meiner Direktion, wo ich euch gerne ein paar Ausführungen dazu machen möchte. Zuerst ist zum Generationen miteinander und zu den Integrationsmassnahmen. Das Zweite, mit verschiedenen Massnahmen hat der Gemeinderat die Beteiligung von allen Generationen und das gesellschaftliche Miteinander stärken. Das entspricht auch einem erklärten Legislaturziel vom Gemeinderat. Und wie wichtig und essentiell das gesellschaftliche Miteinander ist, das hat jetzt eben gerade die Zeit seit dem März 20 uns gezeigt, wo die Pandemie bei uns angekommen und uns stark beschäftigt hat. Wir haben dort die Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisationen und auch dank einem grossen freiwilligen Engagement von vielen Leuten, vor allem der älteren Bevölkerung, können helfen mit speziellen Hilfsangeboten, Einkäufen, Fahr- und Lieferdiensten, telefonische Beratung, wo wir unsere Vermittlung oder auch unser Know-how können zur Verfügung stellen. Wir haben auch eine Koordination betrieben und ein Angebot lanciert von der Corona-Hotline, wo sich dann die Leute am Anfang zahlreich, dann natürlich im Laufe der Zeit auch ein bisschen weniger gemeldet haben und sich nach Hilfe und Hilfsangebot bei uns erkundigt haben. Wir haben trotz dieser Pandemiesituation und sehr viel abgesagten physischen Besprechungen unter meiner Leitung doch noch die erste Plattform vom Generationen miteinander können organisieren und abhalten. Dort ist neben dem Verein und das Generationen-Tandem auch verschiedene Abteilungen von der Stadtverwaltung vertreten gewesen. Wir haben dort einen Austausch gepflegt und damit auch die Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Abteilungen und anderen Direktionen für unser Anliegen können sensibilisieren. Wie schaffen wir das, Generationen miteinander weiter voranzutreiben? Was sind Eckpunkte, die man muss beachten muss? In welcher Direktion passiert was? Zum Teil ohne Wissen oder ohne vertieftes Wissen von den anderen. Und das war ein sehr gewinnbringender Austausch, den wir fortsetzen wollen. Und auch noch zusätzlich andere Organisationen möchten mit einbeziehen, also zum Beispiel Quartierleisten, Kirchgemeinden, Wohn- und Baugenossenschaften. Und die nächste direkte Plattform ist für den Mai von diesem Jahr vorgesehen. So hoffen wir, dass wir die auch haben können. Und zum Bereich Integrationsmassnahmen hat sich der Gemeinderat im Rahmen von einem Aussprachegeschäft mit dem Fachbereich Arbeitsintegration befasst und hat dort Fragestellungen abgearbeitet. Dazu gibt es zu bemerken, dass die Fachstelle vom 01.01. von diesem Jahr gewechselt hat, von der Abteilung Sicherheit in die Abteilung Soziales. Und der Gemeinderat hat in diesem Aussprachegeschäft grundsätzlich Ja gesagt zu dem Angebot, das wir hier auf freiwilliger Basis führen, finanziert zum grössten Teil vom Kanton, aber wo wir als richtig anschauen, dass auch den Leuten, die sehr schwierig haben und nicht gerade auf der Sonnenseite des Lebens stehen, dass wir denen wenigstens strukturmässig im Bereich von der Arbeit etwas bieten können, mit dem Ziel, sie wieder in den ersten Arbeitsmarkt möglich zu integrieren. Und zum Schluss erlauben wir noch ein Wort zu der auch speziell geforderten Abteilung Soziales zu richten. Wir nehmen im Moment keinen Anstieg oder keinen wahrnehmbaren Anstieg an Personen, die sich bei uns zum Bezug von Sozialleistungen anmelden. Das betrifft insbesondere auch nicht selbstständiger Werbende. Wir merken da im Moment, es schlägt sich zahlenmässig nicht nieder. Aber wir wissen natürlich schon mit der zeitlichen Verzögerung von vorgelagerten Institutionen wie Arbeitslosenkassen und so weiter, dass hier unter Umständen in einem Jahr bis zwei Jahren wir mit anderen Situationen könnten konfrontiert sein, weder dass wir es im Moment sind, wo ich sage, ich bin froh darum, dass wir nicht noch mit diesen zusätzlichen Herausforderungen auch noch konfrontiert sind. Das wären meine Ausführungen gewesen, ein paar Schlaglichter auf Direktionssicherheit und Soziales. Und ich darf jetzt weitergeben an Vorsteher Wohn- und Liegenschaft, an Gemeinderat Hädener.
Ja, guten Morgen miteinander und besten Dank, Peter. Wir verfolgen ein Legislaturziel, das lautet, wichtige kommunale Infrastrukturen sind saniert, erstellt oder im Bau. Gemessen an der Anzahl Baukredite, die der Stadtrat oder das Stimmvolk gesprochen haben, Planungskredite, Projektierungskredite, Ausführungskredite oder gemessen an der Anzahl Baubewilligungsverfahren, die wir gestartet haben, oder gemessen an der Anzahl Spatenstichen oder Einweihungsfeiern in den letzten 2 Jahren, sind wir diesem Ziel ein gutes Stück näher gekommen. Ich bin insgesamt zufrieden mit dem, was wir erreicht haben, auch ein bisschen stolz auf das Erreichte und auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Hoch- und Tiefbau, die das geleistet haben, ohne nennenswerte personelle Verstärkung und ohne Projektleichen. Bauen ist ja inhärent risikoreich und birgt immer Gefahr von Terminverzug, von Kreditüberschreitungen, von baulichen Mängeln. In dieser Hinsicht sind wir sauber geblieben. Stellvertretend für viele Projekte erwähne ich hier nur eins, der Neubau vom Krematorium auf dem Schorenfriedhof unter Corona-Bedingungen mit drohenden Schliessungen der Baustellen, trotz Konkurs von einem wichtigen Lieferanten, trotz zeitweisen Grenzschliessungen zu Deutschland und Italien, wo wir auf die Mobilität von Dienstleistern und Baustoffen zwingend angewiesen waren, haben wir das Projekt als Punktlandung jeder Beziehung abschliessen können. Die systemrelevante Anlage läuft seit Wochen einwandfrei und auf Hochtouren. Weiterhin grossen Handlungsbedarf gibt es bei den Schulbauten. Entweder haben wir neue Anforderungen zu erfüllen aus der Entwicklung des Lehrplans oder es gibt mehr Bedarf aufgrund der Bevölkerungsentwicklung in den Quartieren oder an den Gebäuden besteht einfach Unterhaltsbedarf aufgrund von ihrem Alter und Zustand. Wir haben in den letzten 2 Jahren eine vollständige Übersicht verschafft über den Handlungsbedarf. Wir haben die Übersicht priorisiert. Wir haben die entsprechenden und teilweise sehr grossen Projekte terminiert und gestartet. Ein Beispiel dafür ist das Quartierzentrum Lerchenfeld, wo im Moment das Baubewilligungsverfahren läuft, als Voraussetzung für die anschließende Erweiterung und Sanierung der Schulanlage Lerchenfeld. Verkehr ist so ein Thema, wo ein Bauvorsteher damit immer im Schaufenster steht. Was den einen zu viel ist, was wir machen, ist den anderen zu wenig. Und meistens mit dem Vorwurf verbunden, wir hätten uns wieder gar nichts überlegt bei dem, was wir machen. Gerade weil die Meinungen so weit auseinandergehen beim Thema Verkehr, ist es uns wichtig, dass wir unsere Verkehrspolitik weniger auf Meinungen abstützen als auf harte Fakten. Der Prozess von den laufenden Verkehrsforen, den wir zusammen mit dem Kanton wieder aufgenommen haben, stützt sich auf konkrete Erhebungen und Auswertungen. Die Faktenlage werden wir in den nächsten Jahren noch systematisch verbessern. Der Thuner Stadtrat wird sich gerade morgen mit unserem Kreditantrag für den Aufbau von einem städtischen Verkehrsmessnetz befassen. Das Geschäft stammt aus dem Planungsamt und wird dann vom Stadtpräsident vertreten. Unser Tiefbauamt hat das Monitoring-Konzept dafür erarbeitet und wird jetzt die Messstellen aufbauen können. Im Bereich der Entsorgung ist sicher das Projekt vom regionalen Sammelhof erwähnenswert. Auch hier haben wir zusammen mit der AWAG das Baubewilligungsverfahren für einen eigentlichen Entsorgungshof mit seiner Erschließung über die Flugplatzstrasse durchlaufen. Aufgrund von Einsprachen und Beschwerden sind wir aber noch nicht auf Zielkurs. Mit dem Erlass von einer Erschliessungs-UIO und der Behandlung von der Zonenplaninitiative, das heisst mit einem entsprechenden Mitwirkungsverfahren bzw. mit dem politischen Entscheid im Stadtrat und dann wahrscheinlich auch vor dem Volk, wird das Projekt dann aber demokratisch optimal legitimiert sein. So viel aus meiner Direktion Bau-Liegenschaft, jetzt darf ich weitergeben in Roman Gimmel. Konrad Hädener, guten Morgen miteinander. Die Bilanz zur halben Legislatur ist ja gegen die Chance, mal 3 Schritte zurückzustehen und die Dutzenden von Geschäften und Hunderten von Themen, die einem da umgeben, mal ein bisschen mit Distanz anzuschauen
und dann zu reduzieren, einen Fokus zu setzen auf 3 bis 4 Themen. Mir ist aufgefallen bei dieser Übung, dass wir sehr interdisziplinär unterwegs waren. Ihr habt es vorhin gehört, während Peter Siegenthaler vom Generationen miteinander redet und der Fokussender bei der älteren Bevölkerung hat, wird ich bei den Jüngeren haben. Oder wenn natürlich die Informatik an den Schulen meine Direktion betrifft, so wird nachher Andrea de Meuron dazu Ausführungen machen, die auch involviert ist. Das sind einfach so 2 Beispiele, wie interdisziplinär oder interdirektional wir da eigentlich miteinander unterwegs sind. Wo lege ich den Fokus heute? Ich habe versucht, Themen und Aufgaben aufzugreifen, die nicht immer im Schaufenster sind, die vielleicht eher so ein bisschen Backstage einfach mitlaufen. Themen, Aufgaben, die nicht immer in der hohen Politik sind, aber ebenso wichtig für Bürgerinnen und Bürger von unserer Stadt. Auf dem her sind meine Schwerpunkte nicht auf der Fachstelle Bildung oder Sport, sondern auf der neu geschaffenen Fachstelle Familie, die aus den beiden alten Kinder und Jugend und Integration ist hervorgegangen. Die Beteiligung von allen Generationen an der Entwicklung der Stadt ist im Gemeinderat, das haben wir bereits gehört, sehr wichtig. Neben der älteren Generation legt der Gemeinderat auch einen ganz besonderen Fokus auf die jüngsten Thunerinnen und Thuner. Wir haben uns nämlich vorgenommen, dass Thun für Familien, Kinder und Jugendliche noch attraktiver werden soll. Im Rahmen des UNICEF-Label «Kinderfreundliche Gemeinde», das wir 2018 bekommen haben, hat die Stadt ihr Engagement diesbezüglich intensiviert für unsere Jüngsten und hat einen Aktionsplan erarbeitet und setzt den jetzt sukzessive um. Man kann hier ganz viele Beispiele erwähnen. Partizipation von Kindern in diversen städtischen Projekten, das Betreiben von mobilen Pumptrack, die Erneuerung von ganz verschiedenen Spielplätzen oder auch das geplante neue Jugend- und Quartierzentrum im alten Feuerwehrmagazin im Lerchenfeld. Und in diesem Jahr, 2021, startet ja dann auch der partizipative Prozess zur Erarbeitung des städtischen Kinder- und Jugendleitbildes. Und dort packen wir dann auch den Folgeaktionsplan rein für das Label «Kinderfreundliche Gemeinde». Die bestmögliche Förderung von allen Kindern und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind im Gemeinderat ebenfalls ein grosses Anliegen. Seit dem 1. Januar von diesem Jahr, also seit 21 Tagen, unterstützt die Stadt Familien mit Betreuungsgutscheinen. Je nach Einkommen, Vermögen, Familiengröße oder Arbeitspensum bekommen die Eltern eine Gutschrift, die sie nachher bei einer Kita oder bei einer Tagesfamilie im Kanton Bern einlösen können. Mit dem neuen Gutscheinsystem kann die Stadt noch mehr machen für Familien und sie noch mehr unterstützen in der familienergänzenden Betreuung. Dafür können wir natürlich die Chancengerechtigkeit erhöhen und die vorher subventionierten Kita-Plätze waren limitiert und heute nicht mehr. Der Gemeinderat hat auch in den letzten 2 Jahren in Sport investiert. Das Fest 100 Jahre Stremmel haben wir zwar verschieben, nicht absagen, sondern verschieben. Aber der Strandbad an und für sich hat man mit einer gewissen Verzögerung dann doch noch der Bevölkerung übergeben. Dank guten Schutzkonzept ist der Betrieb in der neuen Anlage gut angelaufen und wir haben der Bevölkerung in diesem doch ziemlich herausfordernden Jahr etwas Schönes können bieten, haben ja ganz gute Rückmeldungen dazu. Wichtige Schritte zur Realisierung von anderen Sportinfrastrukturprojekten, wie zum Beispiel dem von der Sanierung der Kunsteisbahn im Grabengut, stehen in den kommenden Jahren an. Im Kulturbereich haben wir neue Verträge können abschließen, und zwar mit 7 grossen Thuner Kulturinstitutionen. Die Institutionen tragen ja mit ihren Angeboten wesentlich zur Attraktivität und Bekanntheit von Thun bei. Und 5 von diesen Krediten für das Jahr 2021 bis 2024
sind in der Zuständigkeit vom Stadtrat gelegen. Und das hat mich außerordentlich gefreut. Die Kreditvorlagen sind einstimmig durchgekommen. Gesamthaft gesehen kann ich sagen, wir sind auf Kurs, wir sind gut unterwegs, aber wir sind selbstverständlich weniger unterwegs. Viel weniger unterwegs, weniger Veranstaltungen, die stattfinden können. Wir sind noch nicht fertig, die Arbeit geht weiter. Aber ich kann gegen hinten sagen, ich freue mich ab dem, was war. Und ich kann gegen vorne sagen, ich freue mich auf das, was noch kommt. Und mit dem darf ich das Wort weitergeben an Andrea Demeron, Vorsteherin von der Direktion Finanzen, Ressourcen, Umwelt. Merci vielmals. Auch von meiner Seite herzlich willkommen und merci für das Interesse. Ich gebe gerne noch einen Einblick in die Arbeiten von der Direktion, von der neuen Direktion Finanzen, Ressourcen und Umwelt. Und ein Thema, das wir uns intensiv damit auseinandergesetzt haben, ist das Thema Smart City. Was ist eine Smart City? Im Rahmen einer Smart City strebt man an, bestehende und neue Projekte und Herausforderungen, die sich unserer Gesellschaft stellen, mit intelligenter Vernetzung der verschiedenen Akteurinnen und Akteuren und auch unter Beteiligung der Wirtschaft, Politik und der Bevölkerung anzugehen. Die Herausforderungen, die wir haben, die sind so gross, dass man sie in der Regel nicht mehr alleine lösen kann. Und zusammen finden wir die Lösung. Gemeinsam mit der ganzen Verwaltung haben wir auch bereits einige Massnahmen können umsetzen können, die eine smarte Stadt sollen erlebbar machen sollen. Und ich erwähne gerne ein paar konkrete Beispiele, was damit gemeint ist. Zum Beispiel das neue Bike-Sharing-System, wo eine wachsende Veloflotte via App unabhängig von den Öffnungszeiten jederzeit nutzbar macht. Oder die neue Möglichkeit, Baugesuche ergänzend zu der jetzigen Lösung, wo man das noch per Post und Papier macht, neu kann man das digital über das E-Bau-Portal bequem von daheim oder vom Büro aus einreichen und so Papier, Stauraum oder den Weg zur Aufgabenstelle sparen. Weiter sind auch zwei Parkierungs-Apps eingeführt worden, wo das bargeldlose Zahlen von den Parkiergebühren möglich wird. So haben wir nicht mehr das mühsame Münzsuchen und können auch das viel smarter erledigen. Wir stehen auch kurz vor der Einführung von einer City-App, wo nicht nur Informationen von der Stadt, sondern auch über Veranstaltungen oder das Gewerbe abrufbar werden und dank weiteren Modulen wie einem Abfallkalender oder einem Schadensmelder einen Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger bringen sollen. Der Mehrwert von Technologien hat sich ja gerade jetzt in dieser anspruchsvollen Zeit wiederholt gezeigt. Und so hat die Stadt Thun auch den Startanlass für Smart City wie das traditionelle Mobilitätsapparat online durchgeführt und damit ermöglichen wir auch eine breitere Teilnahme und auch Partizipation von allen interessierten Menschen. Wichtig ist aber auch zu sagen, dass Smart City nicht ein Projekt ist. Smart City ist ein Prozess und der geht weiter. Und auf diesen Prozess freue ich mich. Der Gemeinderat hat den Grundstein für die Strategie in der Klausur gelegt und wir fahren jetzt weiter mit der Ausarbeitung. Ein Höhepunkt in diesem Jahr werden sicher die Bold Ideas sein, die im Mai stattfinden. Die Stadt Thun hat den Anlass können holen und darf Gastgeberin von der zweiten Ausgabe sein. Dann komme ich zu dem Bereich, wo wir auch schon technologische Lösungen gefunden haben. Gemeinderatskollege Roman Gimmel hat es angesprochen. Es betrifft die Arbeitsumgebung von unseren Schulen. Eines der grössten realisierten Projekte im Zusammenhang mit der Digitalisierung ist die Erneuerung der Informatik an unseren Volksschulen. In den meisten Primarschulen wird bereits erfolgreich mit der neuen Infrastruktur geschaffen und wir gehen jetzt in diesem Jahr in die letzte Phase, für diese Schulen vollständig noch fertig auszurüsten. Dann komme ich gerne zum Bereich vom Klima, von der Energie. Ich bin auch verantwortlich für die Fachstelle Umwelt, Energie, Mobilität. Und die wiederum ist verantwortlich für ein Legislaturziel, dass wir ja Energiestadt Gold werden wollen. Dort geht der Weg zu diesem Ziel zügig, schreiten wir vorwärts und zur Erreichung von diesem Gold Label hat die Verwaltung ein umfangreiches Massnahmenprogramm erarbeitet und einzelne Punkte davon bereits umgesetzt. Ein Schwerpunkt ist die Erarbeitung der Klimastrategie, die sich an den Zielsetzungen vom Bund und dem Pariser Abkommen zum globalen Klimaschutz ausrichtet.
Konkret heisst es, dass die Zielsetzung so aussieht, dass die Schweiz, also auch Thun, ab dem Jahr 2050 unter dem Strich keine Treibhausgasemissionen mehr ausstoßen soll. Das Grundlagenprojekt steht kurz vor dem Abschluss und zur Erreichung der Klimaziele und der Reduktion der Treibhausgase geht die Stadt Thun bereits mit gutem Beispiel voran. Seit Anfang dieses Jahres ist die Wärmeversorgung der gasbeheizten städtischen Gebäude zu 100% erneuerbar, indem wir nur noch Biogas beziehen. Mit dem projektierten Ausbau der Fernwärme ab der KVA Thun werden zudem in naher Zukunft erste Gebiete unserer Stadt mit einer CO2-freien Wärmeversorgung erschlossen. Als Vorsteherin auch vom Personal ist mir wichtig, auch zu den Menschen etwas zu sagen, die hinter all diesen Projekten auch von meinen Gemeinderatskollegen stehen. Sie arbeiten zum Wohl der Thuner Bevölkerung, sie sind unser wertvolles Potenzial und wir schauen mit Interesse auf das Ergebnis einer Mitarbeitendenbefragung, wieso ihre Zufriedenheit steht. Abschließend noch ein Blick auf den Finanzhaushalt. Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Stadt Thun das erste Mal seit 12 Jahren wieder ein defizitäres Budget präsentiert. Der Gemeinderat hat aber sofort mit einem Stellenmoratorium reagiert und wir behalten uns auch vor, Kurskorrekturen bei den Investitionen vorzunehmen und nötigenfalls ohne Aufgaben- und Leistungsüberprüfung auszulösen. Die Entwicklung der Corona-Pandemie bleibt ein zentraler Einflussfaktor für die zweite Hälfte dieser Legislatur. Ich gebe jetzt das Wort auch gerne zurück an Stadtpräsident Raphael Lanz. Merci, Andrea. Merci, liebe Kollegen. Wenn ich das so anschaue, dann darf ich sagen, sicher ist uns nicht alles einfach optimal gelungen, aber wenn wir die Rahmenbedingungen berücksichtigen, wo wir einfach drinnen sind, ihr habt jetzt das Stichwort Corona in verschiedensten Zusammenhang gehört, dann dürfen wir doch recht zufrieden sein. Man darf vielleicht sogar ein bisschen stolz sein, wie es der Konrad Hedener gesagt auf einzelne Sachen. Und ihr merkt vielleicht, wir sind voll motiviert, wir sind nicht fertig, es hat vieles, was wir noch machen wollen. Und wir sind uns auch bewusst im Gemeinderat, die Politik, so wie wir sie betreiben, ist eine Mannschaftssportart, das ist nicht eine Einzelsportart. Und das ist zunehmend wichtig, dass wir sehr gut zusammenarbeiten. Und ich bin sehr zufrieden, dass das bei uns sehr gut funktioniert. Vielleicht auch gesehen, die einzelnen Projekte, die sind direktionsübergreifend. Das geht dort nicht mehr, dass man einfach da in diesen Silos überlegt und niemand anders einbezieht. Ich glaube, dort sind wir auf einem guten Weg und wir wollen diesen Weg so weitergehen. Wir wollen weiterhin flexibel und agil sein, aber wir wollen auch weiterhin verlässlich sein und das machen, was wir haben gesagt, das wollen wir realisieren. Und das sind die Legislaturziele. Es werden nicht alle können realisiert werden, das sehen wir ja schon. Aber ich glaube, wir sind auf sehr gutem Weg für die zweite Hälfte dieser Legislatur. Ich darf mich bedanken für das Interesse und ihr habt jetzt die Gelegenheit, uns Fragen zu stellen. Ich glaube, jetzt vielleicht übernimmt Simon Tanner wieder die Moderation. Bitte, Simon. Vielen Dank, Raphael Lanz. Genau, liebe Medienschaffende, jetzt wäre die Gelegenheit für eure Fragen. Jetzt. Wenn wir machen in dieser Fragerunde. Ja, bitte. Die eine Frage, die ich hätte, bin vermutlich ein Stadtpräsident. Also, das läuft ja alles wunderbar, ist alles in Butter. Ich gehe davon aus, dass die ganze Corona-Geschichte euch nicht gebremst hat. Sicher auch Projekte gebremst oder Zielerreichungen gebremst. Könnt ihr da etwas sagen? Also, ich meine, es wäre ja nicht logisch, wenn so ein riesen Aufwand entsteht und zusätzliche Aufgaben entstehen, dass alles so läuft wie geplant ist. Irgendwo müsste gebremst worden sein. Könnt ihr das verraten, was das ist? Ja, selbstverständlich sind wir an verschiedenen Orten gebremst worden. In verschiedenen Projekten ist es einfach schwierig.
insbesondere wenn man physische Veranstaltungen durchführen will. Eines, was mir jetzt gerade in Sinn kommt, ist nicht eines in meiner Direktion, aber Konrad Hedener hat die Verkehrsforen angesprochen. Da sind wir wirklich der Meinung, das ist sehr, sehr schade, können wir dort nicht einander in die Augen schauen, weil das sind wirklich Probleme mit dem Verkehr, die wir wollen lösen, wir wollen die angehen. Und das, denke ich, das typische Beispiel, wo wir sehen, es ist einfach digital nicht alles möglich. Anders, wie wir jetzt sogar hier miteinander können, interagieren können, geht eigentlich gut. Und wir haben uns versucht, so gut dass es geht, darauf einzustellen. Aber gerade dort, wo wir auch rechtliche Schritte haben, also wo wir müssen durchführen müssen, dort ist es zum Teil ein bisschen schwierig, weil nicht alles digital möglich ist. Es gibt verschiedene Sachen, die nicht mehr so stattfinden. Und was wir auch feststellen, innerhalb von unserem Gremium, aber auch zusammen mit der Politik und der Bevölkerung, ist, dass der informelle Austausch der fehlt. Und das führt nachher bei diesen Geschäften, die stellen das so intern fest, zu einer gewissen Formalisierung und nachher zu einer Schwerfälligkeit, die vielleicht gar nicht nötig wäre. Weil wenn man sich schnell wie im Nachlass würde sehen und anschließend noch schnell sagen, du, ich habe da noch, da könntest du mir so und so. Und dann ist das viel einfacher. Und das fehlt alles. Und dann fängt halt das an, was wir auch kennen. Dann tun wir halt schnell per E-Mail, aber dann muss man alles erklären. Und so, es geht dann gleich nicht alles so einfach. Also dort haben wir gewisse Hürden. Aber gleichwohl, wir gehen auch mit dem Mindset daher, gibt es auch Chancen? Gibt es auch etwas, was wir lernen können, wo wir gerade sagen können, okay, die Situation ist nicht ideal, aber können wir die Chancen auch nutzen? Ich habe es gesagt, wenn wir nachher Sachen können digital machen können, die nachher auch andere können, unabhängig von der Zeit zum Beispiel, davon profitieren, dann ist das eine Chance, die wir dafür auch nutzen können. Merci. Merci für die Frage, Herr Stüdle. Sind weitere Fragen? Also ich kann sonst noch weiterfahren. Gerne. Eine Frage an Andrea Dömero, und zwar die ganze Smart-Geschichte. Finde ich ja eigentlich eine coole Sache. Aber das Jahr übrigens 60, bin ich langsam älter und stelle fest, dass die noch älter sind als ich, die haben ja Mühe mit Smart. Macht man etwas, dass die älteren Leute nicht vergessen gehen bei dem ganzen Smart. Also, wenn ich so an Münz rausgrübeln denke, bei Parkour, oder? Dann sind die doppelt geladen, weil sie können die Münz fast nicht rausgrübeln und die App können sie auch nicht brauchen, weil sie es nicht checken. Wie seid ihr da unterwegs? Also, ja. Ja, das ist ganz ein wichtiger Punkt, dass man unter Smart nicht einfach nur Technologie versteht, sondern Technologie soll der zum Einsatz kommen, wo sie eine Vereinfachung darstellt. Ich sage immer, wenn etwas gäbig ist, und auch für ältere Menschen ist ein Smartphone sehr gäbig. Zum Beispiel gerade in der Corona-Situation, wo der Kontakt mit Enkel nicht möglich war, dass man zumindest vielleicht noch über Skype hat können kommunizieren, über FaceTime, haben viele ältere Menschen den Mehrwert gesehen, oder auch Lieferdienste, die mein Gemeinderatskollege Peter Siegenthaler angesprochen hat. Also Telefonie war ja auch mal eine Technologie gewesen. Aber ich gebe absolut recht, manchmal sind die Hemmschwellen vielleicht grösser bei der älteren Bevölkerung. Und dann haben wir als Stadt auch eine Verantwortung, sie zu befähigen, sofern die Alternative nicht da ist. Die Alternative noch vom physischen Kontakt, der ganz wichtig ist. Und die Stadt hat ja sehr wohl funktioniert auch in dieser Zeit, in der die Schalter offen sind und wer Unterstützung braucht, soll sie auch bekommen und nicht nur die Stadt dort unterstützen, ältere Menschen zu befeigen, sondern auch Organisationen wie eine Proselektute. Aber es geht nicht darum, nur noch auf die Kanäle zu setzen, sondern einfach dort, wo sie eine Verbesserung darstellen und immer das oberste Ziel ist ja die Schonung von unseren Ressourcen. Hilft das zur Fragebeantwortung? Merci. Merci, Andrea Dömero. Wir nehmen gerne weitere Fragen entgegen. Mutige vor. Und sonst, wenn keine Fragen mehr sind, würden wir langsam zu einem Abschluss kommen. Warten noch gerade ein paar Sekunden. Sind noch Fragen jetzt in dieser Runde?
Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann danke ich euch ganz herzlich fürs Kommen, fürs Interesse und für eure Berichterstattung und wünsche allen noch einen schönen Tag. Danke vielmals. Merci auch. Ade miteinander. Merci gleichfalls. Merci gleichfalls. Ade miteinander. Ade miteinander. Schönen Tag.